Einen wunderschönen guten Mittag wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, wir haben jetzt Großes vor. Also ich werde zwei Kinder mitnehmen, und zwar einmal den Johann und einmal die Elisa. Und ich gehe mit ihnen zusammen shoppen. Und zwar ist es ja jetzt langsam an der Zeit. Die Sommerferien sind schon vorüber und das nächste Schuljahr beginnt. Und da brauchen meine Kinder natürlich noch so ein paar Sachen. Ein paar Stifte sind leer gegangen, Hefte etc. Was man so alles braucht. Also Johann hat sich auch eine Liste gemacht. Ein Back-to-School-Haul jetzt fürs Gymnasium gibt es. Und für Elisa wollten wir auch noch so ein bisschen gucken. Denn ja, diese Maus braucht auch so ein paar Sachen. Und da fahren wir jetzt zusammen los. Ich dachte, ich nehme dich einfach mit, weil es sich immer ganz viele wünschen. So ein Back-to-School-Haul. Wir gehen zusammen shoppen. Jetzt warte ich nur noch auf Johann. Und dann können wir auch schon direkt losdüsen. Komm Elisa, da. Da müssen wir hin. Da, genau. Wir sind da. Riesiger Spielzeugladen, ne? Hier ist Eingang, Johann. Ja, da können wir auch gleich mal gucken gehen. Aber jetzt gehen wir erstmal. Explodieren. Explodieren. Warte mal, du brauchst ein Körbchen. Da gibt es auch diese Fidget-Toys. Okay. Nimmst du dir so ein Körbchen, Johann? Ja. Super, danke. Ja, wir können sich hier auch zurechtfinden. Oh, das sind diese Dinger, ne? Ja. Stimmt. Irgendwie sind die gerade so im Trend. Die Clara redet von nichts anderem. Aber hier gibt es sogar ganz viele davon. Guck mal, ganz viele verschiedene. Guck mal, hier ist sogar so ein riesiger. Guck dir das mal an. Ja, alles klar. Die Tintenfische mag Clara auch sehr gerne. Die Tintenfische? Ja, die kann man so umknicken. Eine fröhliche Seite weißen wird eine... Ach so, eine fröhliche und eine böse. Ach so, okay. Ich zeig's dir. Fröhlich und dann kann man hier unglücklich machen. Okay. So geht's. Habt ihr auch für Elisa das besorgt? Ach stimmt, das sind die, ne? Ja. Wir müssen da hinten lang. Da hinten sind die Schreibwaren. Wir wollen nämlich heute natürlich Schulsachen gucken und hier eigentlich auch ein bisschen gleich, aber jetzt erstmal Schulsachen. Oha, hier ist aber viel. Auch für kleine Kinder, genau. Für Elisa wollte ich nämlich gucken. Elisa? Du wolltest doch das hier mal mit Blau schreiben, oder? Du kannst mit der Farbe schreiben, wie du möchtest. Weil die fand ich sehr, 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 sehr gut. Ja? Ja? Die magst du gerne? Ja, die mag ich sehr gerne. Die gibt es doch auch zum Klickern. Die sind dann einfacher. Dann hast du nicht immer so einen Deckel. Nee, aber dafür haben die nur kleinere Minen. Kleinere Minen? Kannst du dir nicht die auch kleinere Minen machen? Stimmt. Oder geht das nur bei denen? Ich glaube, das geht nur bei denen. Ja, dann nimm du die mit. Ich nehme einen schwarzen und einen blauen mit, ja? Du schreibst die lieber mit schwarz, ja? Ja, ich schreibe aber mit Kindern schwarz. Okay. Ja genau, für Elisa wollte ich einmal gucken, hier bei den bunten Stiften, dass wir da so eine Auswahl mitnehmen, vielleicht für ihre Vorschule. Du kannst ja mal gucken, welche Farben dir gefallen, Elisa. Hier. Zeig mal. Sind rosa? Okay, jetzt suchen wir uns gleich mal, vielleicht gibt es auch ein Set oder so. Sind das nicht hier so Sets? So gucken, dass sie nicht zu dünn sind. Sondern ich glaube, das ist die Dicke für Elisa jetzt perfekt. Liste angucken, die nicht so ordentlich ist. Achso, Johann hat eine Liste geschrieben, genau. Die ist aber nicht so ganz schön. Und hier sind wir auch schon direkt bei diesen ganzen Schulheften. Eigentlich brauche ich fast nur das, dann brauche ich nur ganz wenige Sachen. Pferdchen ist da oben. Wo ist ein Pferdchen? Ach, da ganz oben, ja. Das nächste hier zum Geburtstag. Geburtstag. Also, aber da musst du noch ein ganzes Jahr warten, Elisa. Ja. So eins mit großem Rand, das brauche ich immer. Okay. Hier. Dann brauche ich... Ja, hier sind alle Hefte, die man, glaube ich, so braucht. Ja, ne? Ich gucke nochmal. Das hier sind die brauchen. Und zwar... Okay, das wird hier eins. Ich brauche sogar 8 von denen. 8? Ja. 8 von denen? Mhm. Okay. Ja, für die alle Fächer ist das wahrscheinlich, ne? Ja, sind das die richtigen Ränder? Guck mal, das sind diese... Das sind richtigen Ränder. Ja. Das ist das Richtige. 27, ja. Oder warte mal. Gibt auch sowas hier mit dem Rand. Guck mal, nee, so einen dicken. Das ist für Arbeit. Da
Und es gibt welche ohne Rand. Gut, wir müssen es aber die sein. Und Geo benutzt mein Kist. Ja, Johann! Ja? Ich habe schon ganz kurze Stifte ausgesucht. Okay, dann gucken wir gleich mal. Ja, wir machen erstmal Johann fertig. Da brauchen wir jetzt nochmal Mathe. Mathe, genau. Und zwar nur einmal. Okay, was habe ich schon hier? Brauchst du nur eins? Ja, ich brauche nur einen Arbeitsheft. Ah, ja. Okay. Noch so eins. Dann brauche ich dann noch einen Bio. Zwei Bio. Am besten mache ich. Also Hefte hast du jetzt alle? Ja, die Hefte habe ich jetzt alle und da jetzt sind die Mappen. Ach so, stimmt, ja, die Mappen. Die wolltest du auch alle erneuern oder nicht alle? Doch, gerne alle. Okay. Wo gibt's weiß? Ist aber wir müssen weiß? Mal gucken, die gab es doch irgendwie in Festa. Ja, genau. Dass wir nicht wieder die ganz dünnen nehmen, weil die gehen so schnell kaputt und knittern. Das ist ja, immer das so ist, doof. Ja. Sind das die dickeren hier? Nein. Bekommt ihr schon was? Ja, wir suchen aus. Soll ich helfen? Nee, ich glaube, okay. Wir sind da schon ihr seid ein paar Jahre geübt. Aber danke. Ja. Ah, die sehen ja cool aus. Mhm. Sind Silber. Sind auch sehr stabil. Brauchst du die in Silber? Ja, grau für die. Dann nehme ich einmal. Guck mal, Elisa sucht da hinten schon. Wir gucken gleich zusammen, ja, Elisa? Kannst ja schon mal gucken, was dir gefällt. Grün? Ja, grün. Dann brauche ich weiß. Weiß, durchsichtig, okay. Was brauchst du denn noch für eine Farbe jetzt? Orange. Gibt es das in der Ecke? Ja, die gibt es hier, aber ist halt nicht stabil. Und stimmt doch. So, die gibt es nicht in Orange. Orange? Was habe ich denn noch? Blau? Matte? Blau ist hier oben, ja. Hier. Ja. Guck mal, hier gibt es ja auch Schulranzen. Schön. Könnte ich dann noch mit Elisa zusammen gucken. Ach, sind das hier nicht die Stifte oder waren das nochmal andere Stifte? Für Elisa. Ich weiß nicht, wieso, aber wir brauchen jetzt auch Pink für... Pink? Ja, für... Ist das nicht Pink? Ja. Philosophie, ja, das kann man nehmen für Philosophie. Sieht doch schick aus, oder? Ja. Ist das Pink? Durchsichtig Pink. Ja, geht so. Ja? Ja. Okay, dann bin ich jetzt mit den Mappen fertig. Okay. Ja. Neue Tischkasten, Klebestifte für Elisa, Pinsel. Genau. Und das war's auch. Und Pinsel brauche ich doch nicht. Pinsel kann man also wechseln. Ah, da sind auch Schuhränze. Schulranzen sind da auch, ne? Ja, nur in die Schule. Komm mal gucken, Elisa. Guck mal, welches du schön findest. Dann wissen wir das schon mal. Weil hier kann man gar nicht rum, hier ist ja ein Büro. Ja, stimmt. Welches findest du denn schön, Elisa? Ach, die findest du schön? So ein Lila magst du gerne, ne? Lila ist Elisas Lieblingsfarbe. Haben wir noch ein bisschen Zeit, ne, Elisa? Gucken wir beim nächsten Mal. Also was brauchst du noch, Johann? Also ich brauche noch einmal einen Tuschkasten. Ach stimmt, Tuschkasten. Klebestift, ein Klebestift und ein Kleber, ne? Pinsel habe ich doch gefunden. Und auch relativ gute sogar. Pinsel hast du noch. Soll ich tragen? Ist der Kopf schwer? Nee, nicht ganz. Sonst würde ich jetzt einmal Klebestift holen. Wo sind denn hier die Kleber? Da hinten, guck mal, da sind die ganzen Kleber. Welchen willst du denn? Ich glaube, ihr macht ja immer mit so Stiften, ne? Also so richtige Kleber benutzen die Kinder ja immer nicht. Würde ich einen für Lisa und dann nochmal für mich. Ich glaube, meine sind aber eher... Okay. Ich bin so gut. Was ist das denn? Ah, das hatte ich schon mal. Das war aber nicht so gut im Radieren. Das ist ein Eis. Ja, ein Eis. Was ist das für ein Eis? Nee, das ist kein Radiergummi. Das sind so kleine Blätter, da kann man was drauf schreiben. Ah, ich mag diese Eis. Oh, am besten nehme ich mal überlegen. Was ist das? Eine Maus. Eine Maus brauchst du noch? Ist noch andere? Andere Mäuse? Ich bin andere mag ich eher gerne. Müssen wir mal gucken. Nein, das dann.
Das sind die auch nochmal, ne? Ist der auch nochmal? Ja. Ah, nee, das ist Kleber. Ja, genau, das sind. Nee, das ist kein Kleber. Nee? Das ist auch kein Kleber. Genau, das ist eigentlich kein Kleber. Es gibt auch welche mit Kleber. Okay. Dann nehme ich sonst die einmal beide mit. So. Sind das gute? Müssen eigentlich ganz gute sein. Okay. Nee, das ist doch auch Kleber. Glue. Das ist Kleber, oh. Johann. Fast drauf reingefallen. Glitzerstifte gefunden. Ah, schön. Das ist aber auch, glaube ich. Ach doch, das ist tatsächlich zum Malen. Ich dachte, es gibt ja auch solche Kleber für Glitzer. Genau, Glitzerkleber. Aber das ist wirklich zum Malen. Brauchst du sowas, Elisa? Okay, ist ganz dann. Ja? Zum Malen, ne? Sieht schön aus. Doch nichts, denn mir ist gerade eingefallen, dass ich ja noch einen zu Hause hatte. Ach so, okay. Jetzt will ich die Tuschkasten. Genau, der Wassermalfarbkasten. Wo ist der denn? Vielleicht müssen wir auf die andere Seite. Ah, ne, hier unten, Johann. Hier sind die. Genau, das sind die mit den Doppel. Mhm. Oder brauchst du einzeln? Was brauchst du denn? Du einen. Die sind auch doppelt. Haben das die anderen? Ja, das sind immer die anderen. Nur nicht in Rose, vielleicht auch in Blau. Ach so, Entschuldigung. Das habe ich nicht gesehen. Willst du lieber so einen dieses Mal haben? Ja, ich kaufe sonst immer die. Ich will die einmal ausprobieren. Okay. Genau. Dann pack ein, mein Schatz. Eigentlich brauche ich jetzt gar nichts mehr. Ja? Ja. Bist du schon durch? Ich bin schon durch. Also. Gut, dann gucken wir jetzt für Elisa. Ja. So, Elisa, welche Stifte wolltest du? Wo waren die nochmal? Das waren doch die, die den Clara auch so gerne mag. Also das sind immer diese Bleistifte, also Bleistifte, die meine Kinder benutzen. Das ist halt besser als so ein richtiger Bleistift, weil den, ja, weiß ich nicht. Ja, den mögt ihr ganz gerne. Ne? Genau, den kann man gut halten. Da sind ja auch diese Dinger schon. Ja, du brauchst ja keinen Bleistift mehr, aber in der Grundschule, ne? In der Grundschule benutzen die Kinder immer Bleistifte. Wo ist der denn jetzt her? Der muss ja aus einer anderen Ecke sein, oder? Und ich habe jetzt gerade gesehen, dass der dünner ist als den sie bisher hatten. Das ist eine 3,15, sieht man das? Und das ist eine 1,4. Und das war doch das, was dich immer gestört hat, dass es zu dick war, ja, ne? Ja, es war total dick. Deswegen wollte ich so eine für Elisa kaufen. Elisa, guck mal, ob dir die Farbe gefällt, sonst gucke ich mal, was es hier noch so gibt für Farben. Rechtshänder. Ich mag nicht so gerne Orange. Magst du nicht Orange? Ja. Nee, der ist wieder dick. Warte mal, wo sind denn die dünnen? Ja. Oder sind das nur die Orangen, die so dünn sind? Ach, der hier auch noch. Guck mal, Elisa. Der ist auch? Lila. Lila und gelb. Guck mal. Ist die Farbe besser? Ja. Ja? Dann finde ich das ganz gut, Johann, wenn Elisa den hat. Wo sind denn die Minen dafür? Hier ist jetzt auch Goldglitzer. Zum Malen. Ja. Ich gucke hier nochmal um, ja? Ja. Frage ich gleich nochmal, wo die Minen sind. Taschenmesser. Oh. Das ist ein Radiergummi, ja? Ja. Okay. Kannst du deine Special Moves zeigen damit? Okay, wir gucken hier gerade. Ich glaube, das waren die hier. Das sind wieder zu dünn. Sonst müssen wir die einzeln kaufen. Glitzerfarben. Glitzerfarben gibt es auch. Für Schminke. Ich glaube noch, die habe ich nicht. Das ist so ein Set. Dann gucken wir mal, welche Farben du noch brauchst. Guck mal, Elisa. Gelb, Rot, Blau und Grün. Welche Farben magst du noch? Kannst ja auf jeden Fall Lila nehmen, ne, Elisa? Grün habe ich schon. Irgendwie gibt es ja gar kein Lila. Hier gibt es Lila. Lila, ich kann auch Lila sehen. Hier gibt es Lila. Nee, ja, aber es muss die dicke sein, Johann. Nee, hier die dicke. Nee, das ist auch nicht der richtige Stift. Das ist doch Lila, oder? Ist das Lila? Das ist rot. Ja? Ja, nee. Dunkles Rot. Doch, das dunkle ist rot. Andere Farbe. Vielleicht ist Lila auch weg. Guck mal, hier sind auch ganz viele ausverkauft. Das war eigentlich rot. Wir haben jetzt doch nochmal die harten hier gefunden. Deswegen hat Johann die jetzt nochmal umgetauscht. Dann haben wir jetzt alles, ne? Ja. Oh. Okay.
Ich bin schon schwer und voll. Kannst du noch mal was gucken? Okay. Oh, Johann hat jetzt noch sowas hier entdeckt. Ich hab sie entdeckt. Er hat sie entdeckt. Oh nein. Weil die sind ja schon ausgepackt hier, Johann. Ja. Oder? Kann man die jetzt extra so kaufen? Ja, genau. Okay. Ja, Pokémon-Karten. Das ist ja gerade total in, deswegen. So. Und ist was dabei? Darf ich mir eins aussuchen? Weiß ich nicht. Das da mit Toto. Ja, die sind wirklich viel wert. Die sind hier unter verschlossenen Vitrinen. Ne, Elisa? 19,99 € kosten die immer jeweils die großen. So eine Packung? Ja, diese große Packung. Und davon möchtest du eine? Eine. Okay. Dann müssen wir Bescheid sagen, ne? Ja, aber. Okay. Mein Sohn hätte gerne. Ups, ich hätte gerne was aus der Vitrine. Ja, genau. Ja, ja, alles gut. Wir haben Zeit für Pokémon-Karten. Musst du sagen, welches du. Pokémon-Boxen, ne? Die großen. Ach, guck mal, da sind noch mehr Pokémon-Karten. Also die Boxen, die. Ach du meine Güte. Okay. Welche sammelst du denn? Allgemein alle. Okay, wir haben auch die englische Variante. Farbenschock ist auch noch dabei und Clash der Rebellen. Haben wir in den normalen Karten. Okay. Ja, haben wir hier. Hier, das sind die Farbenschock. Die sind aber bei 5,99 €. Die englischen auch. Und Clash der Rebellen auch. Und der Rest, die hier sind bei 4,99 €. Und Schaurige Herrschaft ist auch bei 4,99 €. Okay. Dann kannst du hier erstmal schauen. Kannst du da auch Sachen rausnehmen und gucken? Ja, bestimmt, ne? Denke ich mal. Wir waren erfolgreich. Wir haben alles bekommen. Also Johann braucht ja jetzt nicht so viel. Ich glaube, er ist ein bisschen unkompliziert. Elisa hat sich sehr gefreut über die ganzen Sachen. Und für die Clara, genau, für die Clara müssen wir dann nochmal los. Das machen wir aber ein anderes Mal, denn sie war heute verabredet mit ihrer Freundin. Und das nächste Mal geht es dann mit dir, ne Clara? Ne? Yeah. Ja. Und Clara wollte auch noch ein bisschen so, ja, wie nennt man das, Kunstbastelzeug gucken, ne? Ja. Bei Clara dauert es immer so ein bisschen länger im Schreibwarenladen. Aber ja, das machen wir wie gesagt ein anderes Mal. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.